Hallo und herzlich willkommen zum Wort des Tages. Heute habe ich euch ein Bild mitgebracht, was seit Samstag durch die Welt geht. Hier ist es. Es ist in London aufgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich nahe der Waterloo Bridge, mitten in London. Dort waren am Samstag Black Lives Matter Aktivisten und rechte Gegendemonstranten aneinander geraten. Es kam zu Prügeleien. Die Lage war extrem unübersichtlich. Als einer dieser Gegendemonstranten zu Boden ging, schritt plötzlich Patrick ein. Er schnappte sich den sichtlich benommenen Mann, dessen Identität bisher noch nicht bekannt ist, und trug ihn über seine Schulter gelegt in Richtung Polizei. Nun hat sich Patrick selbst geäußert. Sein Leben war in Gefahr, also bin ich runter, habe ihn aufgehoben und auf meine Schulter gelegt. Und dann bin ich Richtung Polizei gelaufen, sagte er einem britischen Sender. In so einem Moment denkst du nicht. Du tust einfach, was du tun musst. Hier einige Gedanken zu diesem Bild. Mich haben beim Anblick des Bildes die Augen dieses Patricks beeindruckt. Sie zeigen mir sehr viel. Versetzen wir uns mal kurz in die Lage. Da ist eine Demonstration im Gange. Die Stimmung kocht hoch. Man sieht es aus diesen Augen dieses Mannes. Man erkennt eine unglaubliche Traurigkeit. Man kann erahnen, wie sehr er unter all diesen Vorurteilen in seinem Alltag leidet. Wie sehr er in der Vergangenheit gedemütigt wurde. Es scheint, als würden all diese Situationen an ihm vorbeiziehen. Aber dann finde ich in diesen Augen auch eine tiefe Entschlossenheit. Er hat ein Ziel. Den Mann zu helfen, in Sicherheit zu bringen. Er ist verantwortlich für ihn. Er möchte, dass es nicht noch schlimmer wird. Videoaufnahmen zeigen, wie er mit Hilfe von anderen Menschen es schafft, den Mann in Sicherheit zu bringen. Wie er der Menschen davon abhält, dass sie weiter auf ihn einprügeln. In dem Moment denkt er nicht mehr an die Hautfarbe, an die Unterdrückung, die er selbst erlebt hat. Er packt zu und im nächsten Augenblick sucht er den Ort der Sicherheit. Es ist ihm nicht bewusst, wie viele Handykameras mitlaufen. Es ist ihm nicht bewusst, dass er vielleicht niemals ein Dankeschön des Verletzten bekommen würde. Es ist ihm auch total egal, was er alles erlebt hat wegen seiner Hautfarbe. Und so geht er Schritt für Schritt seinem Ziel entgegen. Jesus wird einmal von einem Gesetzeslehrer gefragt: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus antwortet, was steht im Gesetz? Und der Gesetzeslehrer sagt, du sollst Gott und deinen Nächsten und dich selbst lieben. Jesus sagt, dann handle auch danach. Doch der Fragende will es nochmal genau wissen. Und daraufhin antwortet Jesus, ein junger Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Er wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus, sie schlugen ihn nieder. Und dann ließen sie ihn halbtot am Wegesrand liegen. Zufällig kam ein Priester desselben Weges herbei und er ging vorüber. Ebenso kam ein Levit zu der Stelle und auch er ging vorüber. Ein Samariter aber, der auch auf der Durchreise war, kam zu ihm. Er hatte Mitgefühl. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie. Dann hob er ihn auf ein eigenes Reittier und brachte ihn zur Herberge. Am nächsten Tag holte er 2 Denar heraus und gab sie dem Wirt und sagte, sorge du für ihn. Und wenn du mehr brauchst, ich komme wieder, dann bezahle ich dich. Wer von diesen 3 meinst du, ist der Nächste ihm geworden? Der Gesetzeslehrer antwortete, der an ihm barmherzig gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Das Gleichnis von Jesus, was ihr hier verwendet habt, haben wir sicherlich zigmal schon gehört. Vielleicht kennt ihr es schon in- und auswendig, vielleicht hättet ihr am liebsten auch auf Vorspulen gedrückt.
Ihr wisst, dass der Samariter ein Ausländer war, dass er nicht hoch geachtet war. Ihr wisst auch, dass der Samariter nicht alles selbst gemacht hat, sondern es dem Wirt übertragen hat. Viele, viele Dinge sind euch bekannt. Und dann ist da wieder dieser letzte Satz von Jesus, der heraussticht. Da kann man nicht einfach einen Haken hintersetzen und es zu den Dingen legen, die vielleicht erledigt sind. Er erlaubt es nicht. Diese eine kleine Bemerkung. Wie oft hast du die schon überlesen? Wie oft nimmst du die vielleicht nicht richtig wahr? Es heißt, dann geh und handle genauso. Dann geh und handle genauso. Vielleicht tut es gut, einen Moment innezuhalten und dir diese drei Punkte aufzuschreiben. Gott lieben, den Nächsten lieben, dich selbst lieben. Wie kannst du das täglich schaffen? Wie kannst du Gott lieben, wie kannst du deinen Nächsten lieben und dich selbst? Denk mal drüber nach und mach nicht einfach einen Haken dahinter.